Wir haben heute ein neues Update erhalten und es ist zu dem gekommen, leider, was ich befürchtet habe. Es wurde zu sehr hoch gejubelt und das Ganze war hoch gefeiert und auch sehr erfreulich angekündigt. Wir haben zwar einige neue gute Content bekommen, auch Autos, die bedauerlicherweise geschmeidig waren, überteuert waren, auch eine. Wir haben wieder ein Gebäude dazu bekommen, was wir sie kaufen mussten, dass wir überhaupt dieses Ganze starten könnten. Und zwar, das ist die Autowerkstatt. Preislich gesehen, ja, war so. Alles mit allem drum und dran kann man sagen, zwischen 4 und 5 Millionen eben Mitarbeiter oder eben diverse, ja, Equipment wieder zur Einrichtung. Im Grunde genommen muss man dazu sagen, ich habe jetzt dieses Update circa 5 Stunden getestet, war der Spielspaß eigentlich noch 2 Stunden verflogen. Ich muss eines dazu sagen, seit dem doch hochgefeierten Casino heißt aus dem Jahre 2019, ja, geht's irgendwie bergab mit den Updates. War das Sommer-Update, das Sommer-Special von Folge, ja, noch eine Katastrophe. Hat ein bisschen der Perico heißt gerettet. Ja, also man war wieder erfreut, sage ich einmal, wieder GTA zu spielen durch die Map, ja, Erweiterung. Muss man jetzt ehrlich dazu sagen, haut dieses Update wieder alles um einen Schritt zurück. Die Gründe, ja, liegen auf der Hand. Es besteht nur aus Straßenrennen, ja. Teilweise absurde Straßenrennen, muss man dazu sagen. Ja. Und es erinnert mich ein bisschen auch an die Arena War, weil wir haben hier nur eine Kontaktperson, die Mimi, ja, wo man Eintrittsmitgliedschaft zahlen muss. Gut, die 50.000, die steht eh niemandem. Man kann zwar in dieser Halle auftunen, das rettet eigentlich das Ganze ein bisschen um 0 Euro, also 0 GTA-Dollar natürlich, versteht sich. Das ist das einzige Positive an dem Ganzen. Aber 5 Millionen oder 4 Millionen ist schon geschmackig. Ja, allein die Anschaffungskosten von einer Werkstatt von, naja, die billigste war 1,6, die teuerste 1,9. Es ist halt schon geschmackig, sage ich einmal, 1,6, 1,9, dass man überhaupt das Ganze starten kann. Ja, wo man überhaupt hin will. Ja, die Teststrecken selber ist ja Teststrecken, kann man nicht viel sagen. Die Straßenrennen, ja, sind für diejenigen, die gerne Rennen fahren. Ja, ist simpel gesagt jetzt nichts Besonderes, weil wir haben ja diese sogenannten Standrennen eh schon ewig, ja, hier in GTA. Wir haben ja neue bekommen, wir haben neue Rennen bekommen, wir haben neue Formel 1 Rennen bekommen im Vorjahr. Die üblichen Verdächtigen sind natürlich dieses Mal wieder mit Doppelgeld, doppelt RB, Hot Ring, RC Partito und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, das sind die üblichen Verdächtigen wieder. Ja. Ja, erinnere mir ein bisschen zwischen einer Arena-Update, Bunker-Update und, ja, weil es gibt ja Reputationspunkte, so wie es eben auch in der Arena war ist. Und ich meine, es gibt zwar nicht 1000 oder 10.000 für einen
rostigen Tag da. Man, so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht, weil dann wird wahrscheinlich ohne Glitch oder ohne Modder oder Mods eh niemand erreichen. Aber wie gesagt, man muss hier mal Reputationspunkte sammeln, ja, um gewisse Sachen freizuschalten. Und das hatten wir ja schon einmal, ja, eben bei Arena War, ja. Summa summarum muss man mal dazu sagen, ist einmal der erste Teil bis zur Erkenntnis, ja, bis zur Art der Werkstatt erschütternd. Ja. Ich meine, das Tuning-Treffen ist für Leute, die natürlich eben Tuning-Treffen wollen, die sich mit ihren Karren auch schon treffen, haben schon so, ja, mit Freunden und so hin und her, die was auf das bestehen und das. Das einzig Gute ist an der ganzen Sache, man kann das Gott sei Dank in einer Crew-Sitzung oder in einer Einladungssitzung für Freunde machen. Also man ist nicht direkt in einer öffentlichen, weil sonst wäre es sowieso schrecklich, eh schon schrecklich genug. Ja. Man kann das Gott sei Dank in einer Freundschaftssitzung machen, also in einer geschlossenen Freund oder einem Freund mit Einladung. Gott sei Dank. Und wie man hier unten sieht, also die Reparationsstufe 1, ja, gibt es sogar noch nicht sehr viele, ja, die man hier erkennbar sind. Und man kann sich da natürlich geschmackig in der ganzen Halle natürlich umschauen. Es gibt hier Merch-Shop, es gibt hier Tattoos, es gibt hier einen Friseur, es gibt hier auch einen Rennkoordinator, einen Rennkoordinator, deutsche Sprache, schwere Sprache, mit dem man das auch startet. Ja, einen Rennkoordinator. Ja. Wie gesagt, man kann mit dem eigenen Fahrzeug auch reinfahren, man kann auch ein Auto gewinnen. Ja, man muss unter den Top 3 sein, 3 Tage lang. Ja. Das heißt, nicht 3 Rennen jetzt in einem Tag, sondern man muss auf alle 3 Tage fahren. Ja, das ist auch ein bisschen blöd. Ja, muss ich ehrlich dazu sagen, auch ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, das sind eben für die Leute, die das eben wollen oder gewohnt sind, sag ich einmal. Ja, für mich, muss ich ehrlich dazu sagen, ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Ja, das mit den Straßenrennen ist, ja, für mich leider nicht das Himmel vom Ei, ja. Neue Tattoos gibt's auch leider keine, also was auch ein bisschen erschütternd ist, ja. Weil ich glaube, bei jedem Update, vielleicht werden sie noch freigeschalten, keine Ahnung. Aber zu dem derzeitigen Zeitpunkt, wo ich gespielt habe, gab es noch nichts. Ja, normalerweise zu jedem Heist hat es vielleicht 5 oder 6 gegeben, aber vielleicht war das grob blöd, dass sie es vielleicht jetzt noch nicht so freigeschaltet haben. Ja. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt so, dass diese Halle riesengroß eigentlich ist und sehr viel Potenzial eben verschenkt. Es gibt auch hier einen Merch-Shop. Wie gesagt, habe einen Gewandshop, wo es auch nicht wirklich irgendwas Neues gibt. Das Einzige, man sieht es hier eh schon an die Reputationsstufen, kann man hier Leiberl freischalten, Leute. Leiberl, ja. Ja, also 100 ist schon, 196 ist schon geschmeidig. Ja, also da muss man wieder Tag und Nacht, denn das erinnert mich ein bisschen an Arena War. Ja, und Arena War war schon schrecklich genug. Rockstar Games hat es wieder klar geglaubt, dass sie uns irgendwie mit diesem Update, ja, irgendwie beschäftigen. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, so beschäftigen sie uns nicht. Ja, weil wir haben alle die Schnauzen voll von Arena War.
Ja, aber das ist ja, diese Reputationspunkte, die sind eine Frechheit. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch ein Straßenrennen getestet. Getestet, es ist halt nur für Sachen. Ich habe auch ein Straßenrennen getestet, das war oben in Paletto Bay. Diese Straßenrennen können auf der ganzen Karte stattfinden. Das ist kein bestimmter Ort. Ja, das war jetzt rein zufällig heute halt oben in Paletto Bay. Ja, das war jetzt nur in Paletto Bay. Man schaltet das natürlich auch nach und nach auch in der Interaktionsmenü natürlich auch frei. Kann man natürlich dort auch nachschauen. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist nichts Besonderes. Es sind Rennen wie jede andere. Ja, man sieht hier Ausflug aufs Land. Das sind die neuen Straßenrennen, die dazugekommen sind und noch nicht bewertet sind. Die sind eh in Interaktionsmenü. Entschuldigung, da vorhanden. Und das kannst du ab zwei Leute bis acht Leute spielen. Ja. Und ja, aber gut, das erspare ich jetzt, weil ich denke, okay, das ist jeder gut genug. Ich kann euch sagen, ich habe es leider nicht beendet. Ja. Gut. Danach haben wir sie dann noch müssen eine Autowerkstatt besorgen. Ja, was soll ich großartig sagen, habe ich eh schon in den vorherigen Videos gesagt, dass es fünf Stück gab. Von der Preiskategorie 1,9 bis 1,6, was es heute halt billigere war, mit der Mission Roh. Und dann halt das übliche Geplänke halt, was halt als Einrichtung diente. Eben das war der Farbton. Das Emblem, ja, nichts Besonderes. Da gab es 2, 4, 6, 8 verschiedene Möglichkeiten. Dann die Leuchtstufen, dann das Personal, Mitarbeiter, eine weibliche und männliche, extra Privaträume und Autolift. Wobei ich muss dann sagen, sind beide eigentlich unnötig. Gut, aber das später, das Ganze war 4,2 Millionen. Und ja, wir konnten sich auf den Weg machen und da hat sich schon unser neuer Auftraggeber eigentlich gemeldet. Unser neuer Auftraggeber, der Honeyman, ja, der neue DJ seit dem, ja, neuen vorgehenden Update, ja, was wir dazu bekommen haben. Fürs Casino, ja, eben durch den Perico Heiß ist der da dazugekommen. Grundsätzlich muss man dazu sagen, ja, ist das ein neuer Heiß-Stil. Es gibt, soweit ich weiß, acht Stück, ja, die natürlich sich immer ändern, ja. Ich muss sagen, diese Heists sind halt nicht sehr berauschend. Ja, eigentlich schade. Schade eigentlich. Es wurde hier wirklich auch wieder sehr viel Porzellan zerbrochen. Ja, das Ganze startet man dann eben in der neuen Autowerkstatt. Ja, indem man halt zwei neue Gesichter eben bekommt. Jahrelang war es halt jetzt der Lester, der uns Aufträge vermittelte. Es war auch teilweise der Ron, es war auch teilweise der Agent 14, es war auch LGD eben auch noch. Aber hauptsächlich jahrelang bis zum Casino war es eben der Onkel Esther. Ja. Und wir haben jetzt zwei neue Auftraggeber erhalten. Ja, die Autowerkstatt ist eigentlich sehr geräumig, wie sie in einer Autowerkstatt sein sollte.
Gut, wie gesagt, nichts Großartiges. Wir haben zwei neue Auftraggeber eben bekommen. Die eine Lady, die erinnert mich ein bisschen an, weiß jetzt nicht genau, aber eher auch nochmal erschütternd, wie die ausschaut. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Der Spielspaß ist nach 2 Stunden eigentlich weg. Nach 5 Stunden habe ich eigentlich mich gefragt, was habe ich jetzt eigentlich gespielt, 5 Stunden. War der Perico heißt und die Casino noch die die richtigen Vorbereitungsmissionen waren denn so richtig geil, sage ich einmal. Muss ich hier sagen, ja, weiß ich nicht. Hier muss man ja Auto besorgen von der Polizeistation. Auch nichts Besonderes, das wechselt sich dann auch immer ab, wenn man stirbt oder versagt. Ja. Also man muss hier auch wieder so wie in jedem Gebäude die Einrichtung holen. Hier komischerweise nur das Auto. Ja, das reicht eigentlich. Ja, also an Details hat man hier nicht geachtet. Nur einen super Sportwagen holen für eine Einrichtung. Also früher hat man zumindest ja einen Lastwagen geholt. Ja, beim Casino hat man das Podiumpult geholt. Wir wissen eh alle, welches Podiumpult man gemeint hat. Ja, beim Bunker hat man wenigstens auch einen Lastwagen gehabt, aber hier holt man nur stinknormal eben ein Auto mit dem Zweck. Auftraggeber gehört KDJ und die Sisestra, oder wie die heißt, Sisestra. Ja, wie gesagt, jahrelang hatte man eben Onkel Esther, sag ich einmal. Und ja, es gibt natürlich so eine Art Media Player, natürlich auch. Wird wahrscheinlich eine Putzeljagd sein, was ich ehrlich dazu sage auch. Wie ich sag, naja. Schwachsinnig. Ja, also wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, mir kommt vor, Rockstar Games versucht uns bis zum Release zu PlayStation 5, GTA 5, irgendwie zu beschäftigen. Irgendwie bis in November zu beschäftigen. Irgendwie eine Übergangslösung zu finden. Ja, in den letzten 4 Monaten vor diesem Release. Ja, irgendeine 4-monatige Übergangsphase für die Spieler, die natürlich auf Autos stehen, weil ich stehe nicht wirklich auf Autos. Also für mich ist dieses Update gelaufen. Ja, für mich ist es gelaufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele jetzt wieder in Perico Heist oder in, weiß ich nicht. Ja, aber dieses Update war für mich nach 5 Stunden erledigt. Ja, da diese Actionfiguren oder diese Sammelobjekte, was wir da gehabt haben, müssen wir wieder irgendwelche Equipment suchen, so MP-Liter dazufügen oder man kann das irgendwie dann in diesen Media Player hinein oder was weiß ich überhaupt nicht, für was der Media Player gut ist. Ja, also, ja, wie gesagt, keine Ahnung, was sich da Rockstar Games wieder gedacht hat. Aber alleine das, dass wir nur dieses Sportauto holen müssen, nur für das Equipment, ja, für die Autowerkstatt, ist schon einmal lächerlich. Ja. Wie gesagt, hat man noch bei Casino ein Pult, Radiopult oder eine Location irgendwo von der Wüste holen müssen oder irgendwas, ja, fährt man hier ganz einfach zu der Polizeistation und ja. Dann holt man das Auto, aber das erspare ich jetzt. Ja, weil das muss jeder selber machen. Zwischenzeitlich rührt sich auch er noch einmal, aber das erspare ich wieder einmal wieder, weil das, ja, das ist alles so sinnlos. Also,
Ja, der quagelt da irgendwas von Geld und bla 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 und hin und her und er ist dankbar, was. Und ja, ich bin ihm auch dankbar, dass es ihm gibt, aber wie gesagt, das ist alles, hat alles nicht keinen Nennwert. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe eigentlich mir da nach dem Ganzen mehr erwartet. Ja. Aber es ist zu dem gekommen, was ich befürchtet habe. Ja. Hochgejubelt, hochgefeiert. Ja. Hochgejubelt, hochgefeiert und nichts dahinter. Das ist das Problem. Also man fährt hier noch ganz einfach zum Polizeirevier, aber wir werden da hier einen Cut machen. Hat man es dann endgültig geschafft, bringt man nur das Auto wieder in die Autowerkstatt. Wohlgemerkt, Auto, kein Lastwagen, noch irgendwas, Anhänger oder irgendwas. Hat man auch bis jetzt einen Anhänger bringen müssen. Für die Einrichtung reichte nur ein Auto. Logisch. Ja, es ist ja ein Denkfehler von Rockstar Games. Ja. Hat man plötzlich durch das Auto eine Einrichtung, ja, das ist ja ein Denkfehler, wahrscheinlich vom Lehrling gewesen, der hat sich gedacht, ah, nehmen wir ein Auto, geil, jawohl, haha. Ja. Und ja, wie gesagt, ja. Plötzlich ist dieses ganze Equipment nur durch das Auto da. Und da wird man getestet, ob man ein Bulle ist oder Cop. Durch einen normalen Zucker. Ja. Ja, was will man dazu sagen? Glaubt der Mann noch, das ist Heroin? Ist es nur ganz gewöhnliches Süßstoff, Zucker oder irgendwas? Ja. Leute von Rockstar Games, das sind kleine Details. Das habt ihr früher nicht, habt ihr wirklich nicht notwendig gehabt, um solche Fehler zu machen oder ein Lehrling hier das zu machen, ja, zu lassen. Ja, und selbst wenn dieser Lehrling macht, na, habe ich Tiere. Egal, wie gesagt. Der Test ist bestanden. Es geht ins Eingemachte, in die heißen Missionen. Ja. Ja. Es gibt 8 an das Stück. Sie sind jetzt ja überbezahlt, sage ich einmal. So rund um die 175.000. Ja. Es gibt natürlich weitaus mehr. Es gibt den Gefängnisauftrag. Ja. Es gibt hier 3 verschiedene Heist-Missionen. Ja. Eben den Gefängnisauftrag. Ja. Und eben 7 weitere. Ja. Ich meine, grundsätzlich habe ich mich dann ein bisschen auch umgeschaut in der Halle. Ja, nicht wirklich was Besonderes. Ja, nicht wirklich. Man kann, der einzige Vorteil ist, wie gesagt, man hat hier auch einen Laptop drinnen im Büro. Man kann sich hier hinsetzen. Ja. Und so weiter und so fort. Gut, nach einer Besichtigungstour habe ich mich dann entschlossen, heute dann endgültig das ganze Szenarium zu starten. Ja, also die Kontrolleinheit, Job, dann den Datenauftrag oder den Gefängnisauftrag. Es sollte, wie gesagt, 8 geben. Ja. Das sind einmal die verfügbaren.
Ja. Das kann sich natürlich immer ändern. Ja, es ist nichts Großartiges. Ja. Da besorgt man eben halt dann Informationen über das Gefängnis. Ja. Der Cousin von der Sesestra besorgt uns das. Ja. Also das ist schon mal der Insider. Dann der Zugangspunkt, da muss man losdrücken mit einer Bahnrampe hinbringen, dass man übers Gefängnis hinüber hupfen kann über den Zaun. Und hier muss man halt die Kontaktpersonen halt eliminieren, das heißt dann eben das Attentat. Wie gesagt, diese Heist-Missionen sind nicht wirklich schwierig oder nicht, ich meine, schwierig ist nur das einzige, da das Attentat, wenn man nicht genau weiß, wo sich jetzt die Personen befinden. Du bist halt direkt im Brooklyn Gefängnis, ja, der Brooklyn Anstalt mit Sterndal und du, es, da wäre es halt vorteilhaft, wenn man zu zweit ist, ja, derjenige schaut, wo die Kontaktpersonen sind und der andere schießt die Polizisten halt ab, ja, aber die anderen Vorbereitungen kannst du durchaus alleine machen, ja. Ja, der Insider, Zugangspunkt 175.000. Oder wie gesagt, das ist nichts Großartiges, hier besorgt man den, das ist der Insider vom Cousin, von der Sisestra. Dieses Schema rennt halt in den anderen Heist-Missionen genauso ab. Also man hat zwei Vorbereitungen in dem Sinn und dann halt das Finale. Ja, das heißt, also man hat 8 Heist-Finale, also 8 Heist-Missionen und eben 2 Vorbereitungen und das Finale. Irgendwie erschütternd. In knapp 2 Stunden, muss man dazu sagen, waren nicht weniger, hat man das Ganze durch. Hat man aber bei Casino in etwa 4 Stunden gebraucht für die Vorbereitungen oder 3 Stunden oder 2 Stunden, ich habe keine Ahnung mehr. Hat man noch beim Perico Heist für die Vorbereitungen und für alles drum und da. Na gut, das war auch alles größer, muss man dazu sagen. Ja, auch 2 Stunden gebraucht. Oder 3, sagen wir 3. Aber der Aufwand war halt größer. Muss man hier sagen, ist das ja natürlich erschreckend. Ist ja natürlich, ich meine, ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen auch. Ehrlich gesagt, du hast auch. Neu ist das Update, aber man kann das grundsätzlich, wenn man zu zweit ist oder besserer Spieler ist es wie ich, ja, durchaus das Ganze in einer Stunde durchspielen. Ja, also ist das schon einmal alleine sehr erschüttert, erschüttert. Wie gesagt, da holt man noch den Komiker da. Ja, den Komiker da. Ja, den LBD oder LBG oder wie der heißt. Ja, der quagelt da irgendwas vor. Er hätte eine Rechnung oder irgendwas offen. Und ja, er muss irgendwelche Schulden jetzt noch begleichen. Also dann fährt man da eigentlich nur noch Del Piro in ein Gangsterversteck. Und ja, das war's eigentlich dann schon wieder. Das Ganze. Da muss man noch die Polizisten abwimmeln. Ja. Und ja. Oder die Gegner abwimmeln, wenn man, je nachdem. Ja. Und ihm dann persönlich dann auch eben dann bei der Polizeistation abliefern. Das Auto muss man dann wieder in die Autowerkstatt bringen. Und ja, jetzt in die nächste Mission. Ja, also man fährt hier denn nur zum Del Piro und liefert ihn eigentlich dann auch bei der Polizistenstation ab. Gut, was dann schon traurig genug ist, dass man dann von einem Filmset einen Lastwagen holen müssen, der es dann als Bahnrampe dient. Ich hab's richtig gehört. Ein Anhänger dient als Bahnrampe.
Ja, von einem Filmset müssen wir das holen. Und der Lakai von denen, der stellt es dann ordnungsgemäß hin bei der Mission. Und es sollte dann als Bahnrampe fürs Brooklyn Strafanstalt gelten, dass man hier hinüberhupfen kann. Ja. Wie gesagt, das waren meine Heist-Missionen. Die anderen Heist-Missionen waren zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufgenommen habe, noch nicht freigeschalten oder wo, sind erst gekommen, keine Ahnung. Ja. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, auch wenn ich die anderen Heist-Missionen noch nicht gesehen habe, sie sind jetzt momentan ist das Ganze erschütternd. Ja, schade. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, seit dem Casino Heist geht es irgendwie bergab. Ja, der Kaya Perico Heist hat es dann wieder etwas gerettet im Winter. Ja, das Sommer-Special von vorhin war zum Vergessen. Ja. Es war einfach zu vergessen, ja. Es wurde auch hochgejubelt. Ja. Und auch dieses wurde wieder hochgejubelt. Ja. Und dieser LKW sollte als Bahnrampe dienen. Ja. Und da hinten steht der Spezi dann. Gut. Wie gesagt, das Finale direkt werde ich vielleicht zu zweit spielen, weil es ist in Brooklyn. Gefängnis, da muss vier oder fünf Zielpersonen eliminieren unter des Beschusses der Polizisten in der Brooklyn-Anstalt. Brooklyn-Anstalt. Ja, also da wäre es halt noch ideal, wenn man mehrere Leute sind oder zu zweit zumindest. Der eine schießt die Polizisten ab und der andere besorgt dabei das andere. Ja, also die eliminiert die Bezugspersonen, also die Bezugspersonen, um diesen Heist zu beenden. Ja. 8 Stück gibt es. Zu diesem jetzigen Zeitpunkt habe ich eben gesagt, ist nur diesen einen einmal euch präsentiert. Wie gesagt, summa summarum denke ich mir, ja. Muss ich leider sagen, das heißt schwach. Sehr schwach. Ja, jetzt kommt leider das, was viele nicht hören wollen, aber was ich leider in den Videos bedauerlicherweise schon auch gesagt habe. Ich hoffe nur nicht, dass dieses Update wieder hochgejubelt und hochgehypt wird. Ja, aber es ist zu dem gekommen, eben. Was ich bedauerlicherweise befürchtet habe. Es wurde leider wieder zu hoch gehypt, hochgejubelt, hochgefeiert. Ja, leider, muss ich dazu sagen. Leider. War der Casino-Trieb noch ideal? Ich meine, das Casino, das wird man, das war das beste Update aller Zeiten. Also das wird. Da kann kommen, was will, auch das Perico Heist ist an der zweiten Stelle. Ja, trotz der Map-Erweiterung. Ja. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass das Arena war jetzt nicht mehr Schlusslicht ist. Ja, Schlusslicht war Arena war mit dem Sommer-Special vom vorigen Jahr. Die haben sich beide den letzten Platz geteilt. Jetzt teilt sich dieses Spiel, also dieses Update mit diesen beiden. Auch den letzten Platz, also ja, wie gesagt, seit dem Casino-Update geht es irgendwie bergab. Ja, Perico heißt, war noch gut. Ja, aber unterm Strich muss man auch ehrlich dazu sagen, entwickelt sich dieses GTA immer mehr zum Singleplayer, ja, nicht mehr zu einem Multiplayer, sondern Singleplayer. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ja. Ja. Was soll man da viel so dazu sagen? Die Verdienstmöglichkeiten sind scheiße. 60.000, das ist genauso wie wir uns das beim Auto
im Lagerhaus von deinem Auto, Auto verkaufst, kriegst genauso nur 60. Und wie ich schon gesagt habe, das ist also ein bisschen eine Mischung zwischen Bunker, Arena, wo er eben durch die Repetitionspunkte, was da gibt, durch die T-Shirts, da waren es halt in der Arena, wo waren es halt Fahrzeuge, was freigeschalten hast oder Equipment, da sind es Leiberln, ja, nur Leiberln, sage ich jetzt einmal, hast zumindest sowas in der Arena, wo halt was anderes auch noch bekommen, um deine Punkte. Ja, summa summarum muss man dazu sagen, hat das Podium-Auto das Ganze ein bisschen aufgelockert. Ja, gut, das ist jetzt die PC-Version, ich habe es auf der PlayStation 4 habe ich ja heute gewonnen. Da wissen wir, das ist der Ocelot Lynch. Ja, mittlerweile. Ja, also Ocelot Lynch. Ja. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Schwach, sehr schwach. Ja, ich werde es jetzt noch ein bisschen noch weiter spielen. Ja, werde es natürlich. Aber ich sage, das ist halt leider nur für die Leute, die was Straßenrennen wollen. Die sogenannten Event-Treffen mag ich gar nicht, weil was soll da zusammen, was soll da kommen? Ja, in einer Lobby. Das, was soll da viel passieren? Ja, also die Event-Treffen sind nur für die Leute, die was wirklich, wo mehrere Leute sind. Ja, aber das zeige ich euch nicht, weil das, da müsst ihr euch selber eure Freunde eben zusammen basteln. Ja, also das sage ich sicher nicht, aber es ist schwach. Schade, wieder 7 Monate vergeudet. Ja, also ich wirklich geglaubt, jetzt wird's was. Ja, also. Aber wie gesagt, das mit den Kundenaufträgen ist auch so eine Sache. Schickst den Mitarbeiter, weiß ich nicht, was der Trottel macht. Fährt der in jeder Ecke an oder was? Ja, aber wie gesagt, spielt es, macht das Beste draus. Ja. Ja, ich wollte mir eigentlich auch Zeit lassen. Wie ja gesagt, ich lasse mir dieses Mal Zeit mit dem ganzen Resümee. Aber, naja, vielleicht ändert sich ja die Meinung, wenn ich mit Freunden spiele. Aber, was ich so gesehen habe, wird sich ja auch nicht ganz begeistert. Aber wie gesagt, spielt es, nehmt Kumpels, nehmt eure Freunde und spielt es. Ja, ich kann euch nur den Tipp geben, spielt es. Ja, aber nur wie gesagt, es ist halt eine Übergangslösung wahrscheinlich von Rockstar Games gewesen, eben durch die neue Version, bis das kommt im November. Ob diese Übergangslösung gelungen ist, sei dahingestellt. Okay, wir dann ein paar Videos machen mit der schon bereits erworbenen Autos durch die Kundenaufträge. Und dass ihr seht, okay, so und so viel kostet es. Ja, aber wie gesagt, das ist alles überteuert. Heiße Luft und nichts dahinter. Die Verdienstmöglichkeiten sind eben scheiße. Ob man noch in Barrico heißt, für doch 2 Stunden Arbeit fast 1 Million bekommen für den schlechtesten Deal, ja, kriegt man hier nicht einmal 175.000. Ja, hat man noch bei Casino heißt, zumindest fürs Bargeld, um die 600.000-700.000 bekommen, kriegt man auch hier nur 175.000. Hat man beim Dummste alleine, ja, und der war wirklich lange. Ja, unterm Strich 1,3 Millionen oder 1,4 Millionen erhalten, muss ich sagen, das war respektabel, weil da hätte man sicher auch durchaus mehr verdienen können, weil der Dummste war gigantisch groß. Das, da gibt es überhaupt nichts. Man musste auch viel kaufen, weil man nicht wirklich alles gespielt hat. Ja,
Weil manche Sachen waren ja wirklich auch beim Dunst schwierig oder auch in die Länge gezogen. Ja. Aber soll man hier in die Länge ziehen bei diesem Update? Nach 2 Stunden ist es erledigt. Ja. Nach 2 Stunden ist das, da ist die Luft draußen. Ja, ich sag das ganz ehrlich. Nach 2 Stunden hast du schon die Heiß gesehen, nach 2 Stunden hast du die Straßenrennen gesehen, nach 2 Stunden hast du die Teststrecken gesehen. Nach 2 Stunden weißt du schon etwa, um was in den ganzen Update geht. Ja. Und nach 2 Stunden sagst du, das war's. Auf das haben wir 7 Monate gewartet. Ja, und das wurde 5 Tage lang hochgejubelt, hochgehypt. Ja, die was für das sind, für solche Event-Treffen in die Lopez, okay, kein Thema nicht. Die werden das weiterhin in den nächsten Wochen natürlich feiern und hochjubeln und sagen, endlich kommt es. Ja. Aber so einige Leute wie ich zum Beispiel, die was gerne was anders spielen heißt, ja, was unter heißt Missionen versteht, ist das nichts. Auch nichts. Ja. Ja. Mei, es ist ja nicht so, dass ich nicht jetzt gern Rennen fahre. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, dass ich nicht jetzt hergehe und setze da vor die üblichen verdächtigen Standrennen vor, nicht Hot Ring oder das RC Partito. Kein Thema nicht. Das würde ich jetzt auch genauso jetzt Rennen fahren, weil es jetzt zweimal RP und zweimal Geld gibt. Klar, nein, ich bin noch nah. Na. Aber wie gesagt, so Event-Treffen, ja, das ist wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, für diejenigen, die es bis jetzt gemacht haben, geil, aber für die, was jetzt neu anfangen mit dem, ist es natürlich ein No-Go. Ja, vielleicht kommen noch andere Heists. Ja, man muss sich das jetzt nochmal anschauen, aber diese Heiß, was jetzt momentan da ist, ja, was soll man sagen? Das ist so wie beim Simon oft, ja, gewesen. Das sind auch keine richtigen Heiß. Heiß waren so, wie das jetzt zum Beispiel, der Verliesüberfall, da war noch ein bisschen eine Spannung drinnen, ja, da war noch. Als man das erste Mal gespielt hat, da hat man, aha, warte, ja, der Leicester hat die eingeladen und hat, da hast dann, es ist alles billig, ich meine, es ist klar, du zahlst nichts. Das ist der einzige Vorteil, die Anschaffungskosten fallen weg. Okay, da muss ich Rucksackgebens gratulieren. Ja, die Anschaffungskosten, die fallen weg. Ja, man hat zwar Anschaffungskosten gehabt beim Felice 12.000 oder beim Finale 100.000, perfekt, okay, gibt's nichts. Also die Anschaffungskosten war das Einzige, was sie jetzt da abgeschafft haben. Okay, 25.000 war der Casino, glaube ich heute, und 25.000 auch der Perico heißt. Aber gut, 25.000, das, ja, spielt man ja nicht. Ja, vielleicht war das mit der, eh alles schon mit der Mitgliedschaft, ja, inkludiert. Ja, also die 10.000 da vom Felice-Überfall oder 11.000 haben wir auch nicht wirklich gespielt. Gut, die 100.000 dann im Finale vielleicht hat man auch nicht gespielt. Ja. Aber nicht unbedingt beim großen Finale, natürlich jetzt dann beim Bankfinale. Ja. Was man gespielt hat, waren die bei den Vorbereitungen dann. Ja, das Geld, was man dann eben dann beim Casino. Wo man nicht manche Missionen ungewollt machen wollte, da man Zeit spart. Das waren Kosten. Das waren Kosten. Ja. Ja, grundsätzlich. Okay, muss man auch mal was Positives sagen. Danke, Rockstar, da habt ihr mal was Gutes gemacht, dass die Anschaffungskosten oder nicht die langewigen Vorbereitungs. Gut, ja, es kommt immer darauf an. Ich persönlich sage immer, Vorbereitungsmissionen, so wie es beim Perico heißt, war, je mehr, desto besser. Und genauso war es im Casino, je mehr, desto besser war es eben auch.
Oh gut, die Wochen waren ja lächerlicher. Ja, so beim Berico heißt, ja, gegenüber dem Casino. Ja, so, da bist du ja oft daneben gestanden und bist daneben vorbeigegangen. Ja, haben die das nicht gesehen. Vielleicht wollte das so, Rockstar da Games, keine Ahnung, vielleicht war es ungewollt. Keine Ahnung, vielleicht wollten sie das so machen oder was. Genauso die Kundenaufträge jetzt da. Da wird vorgeschrieben, was du da auftunen mit. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, man ist es eine Verkaufsstrategie. Ja, da sieht man dann auch dann die Punkte, wo grün, nicht? Ja, wie gesagt, das ist Geschmackssachen. Ja, die Kundenaufträge. Ja, da musst du nur schauen, was der genau will, welche Stoßstangen, welche Rauen und bla 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 bla. Ja, ich glaube, ich beende das Video, weil es ist eh schon wieder lang genug, glaube ich. 46 Minuten ist eh schon wieder lang genug. 46 Minuten und ich muss euch leider sagen, dieses Update ist schwach. Sehr schwach. Steht den letzten Platz mit der Arena war, mit dem Summer Special vom vorigen Jahr. Nur noch dieses Update. Manche werden es natürlich hochjubeln, die was das lieben mit den Autos, Tuning-Treffen, Straßenrennen und bla bla. Kein Thema. Ja, die was gerne tunen tun, driften dann und bla bla. Aber gut, beendet man es, es war einfach scheiße. Ja, die heißt, ja, kann man spielen. Ja. Aber, ja, wie gesagt, gut, macht das Beste draus. In dem Sinn, haut rein und, ja, schauen wir, was die nächsten Wochen bis zur Release, zu den PlayStation 5 Releasen noch. Ja, wie gesagt, ich meine, unterm Strich teuer war es ja in dem Sinne eigentlich jetzt eh nicht, Gott sei Dank, weil es haben wir eigentlich ja nur 5 Millionen für die Autowerkstatt gebraucht, was ja eigentlich unnötig eigentlich ist, genauso wie das Autolagerhaus war mal, war ja eigentlich auch unnötig. Ja, aber man muss halt mit Zwang halt wieder diese Autowerkstatt kaufen. Ja, Leiter, Leiter. Und der Lift, da ist eine Frechheit. Der Auspuff sieht es nicht. Der Lift, da ist eine Frechheit. Ja, also, den kannst du weder auf noch runter. Und jetzt, wenn wir noch schauen, wegen einem Auspuff kommst du nicht einmal zu. Also, der Lift ist eine Frechheit. Einfach schlicht ergreifend eine Frechheit. Aber ja, man muss es halt leider nehmen, weil, wenn die Kundenaufträge, ja, müssen. Ihr habt halt dann keine Kundenaufträge. 60.000 haben oder nicht haben, ja, ist momentan auch viel Geld in GTA. Ja, aber der Lift ist schlicht und ergreifend eine Frechheit, weil normalerweise müsste es mit der Kamera noch hinter dir nach vorne kennen, um schauen, wie das ausschaut. Ja, oder man, das vielleicht drinnen, man hat einen zweiten Lift an, dass man das drinnen macht, mit ihm oder trotzdem mit ihr und dass man da das drinnen macht. Ja, aber da direkt neben der Mauer, ich meine, es sind ein paar Dinge natürlich, die was euch erschreckend waren, ja, das ist klar, ein paar Dinge, die was sie besser hätten machen können, klar, im Nachhinein oder jetzt, da kann man, ja, aber wie gesagt, das Management, Qualitätsmanagement hat das wahrscheinlich nicht gesehen, hat gesagt, okay, haben wir das aus, passt, man soll es machen, damit was wollen. Ist zwar eine Lösung bis in November, ist zwar eine Lösung, Übergangslösung bis in November, bis PS5 kommt die neue Version. Grundsätzlich ist aber schlecht, dieser Gedanke. Ja, schlecht. Aber wie gesagt, wir spielen es trotzdem alle noch, so wie ich zum Beispiel, spiele es ja auch, ja. Und ja. Gut.
Jetzt beenden wir es aber. In dem Sinne, haut rein und viel Spaß noch mit dem Video. Und jetzt liebe ich tue das Auto noch und zeige euch einmal so, wie das so rennt. Gut, in dem Sinne macht es auch so wie ich. Fahrt selber nicht der Mitarbeiter, das ist ein Volltrottel. Okay, in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Gut, grüß euch.